Als Kanalmitglied auf der Fernsehschatztruhe bekommst du viele Inhalte vor allen anderen zu sehen. Also nutze die Chance und sei einfach früher informiert. Alle Infos zur Kanalmitgliedschaft hier auf diesem Kanal. Die Fernsehschatztruhe. Retro und Reality rund um die Uhr. Herzlich willkommen auf dem Kanal der Fernsehschatztruhe zu einem neuen Gespräch. Erstmal herzlich willkommen, Boris Brandt. Und ich muss mal sagen, du bist ja auch jemand, der gerne mal im Ausland unterwegs ist. Hättest du dir vorstellen können, irgendwann mal auszuwandern und womöglich mit Goodbye Deutschland das Ganze begleiten zu lassen? Ich habe zu meiner Frau mal gesagt, also wir haben ja ein paar Mal überlegt, ob wir nach Las Vegas gehen, aus beruflichen Gründen, ja. Und dann waren wir auch mal zwischenzeitlich, kurzfristig gab es mal ein Angebot aus Dubai. Und jedes Mal habe ich gesagt, pass auf, ich weiß, wer unseren Umzug zahlt. Insofern habe ich da zumindest schon mal Fantasien gehabt. Aber nein, ich habe da nicht drüber nachgedacht. Und ohne es zu wissen, Dubai wird durchaus auch ein Thema werden in diesem Gespräch. Und ich begrüße sehr gerne unsere beiden Gäste, natürlich Ladies First. Wir kennen sie beide, unter anderem gerade auch die Nadesha von Goodbye Deutschland, aber auch aus einem anderen Format. Wir reden gleich in aller Ruhe drüber. Herzlich willkommen, Nadesha. Hallo. Und genau, wir begrüßen den Mann. Und da müssen wir sagen, das ist schon eine Reality-Größe. Ich sage nur mal so, war mal mit Daniela Katzenberger zusammen. Da hat Boris vielleicht doch die eine oder andere Frage. Aber das soll nicht unser erstes Thema heute Abend sein. Herzlich willkommen, Horst. Hallo. Ist das eine Frage, die dich übrigens nervt? Also wo du sagst einfach, boah Leute, alles gut, ich möchte aber nicht mehr über die Katzenberger-Geschichte reden? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also es hat sich jetzt die letzten paar Jahre auch gelegt und wenn das mal zum Thema wird, wird es zum Thema. Es war ja auch mal ein Teil von meinem Leben und es stört mich. Solange das alles in einem Rahmen bleibt, finde ich es eigentlich okay. Super, dann frage ich gleich mal Boris. Boris, möchtest du eine exklusive Frage stellen zum Thema Katzenberger? Nee, ehrlich gesagt, ich habe die ja, ich finde die ja irgendwie, ich habe die in mein Herz geschlossen irgendwie. Die war eine von den ersten, die war so, die war irgendwie immer irgendwie lustig. Die war nicht böse, die war nie böse irgendwie. Zumindest habe ich es nicht mitgekriegt. Insofern ist sie ja da schon mal eine positive Ausnahme in dem ganzen Reality-Kram. Da kenne ich deutliche Menschen, die sich anders verhalten haben. Und ich finde auch irgendwie cool, dass sie dann geheiratet hat und sich seitdem so irgendwie auch zurückhält, so in einem großen Selbstbewusstsein. Also ich wüsste nicht mal, was wir aufdecken sollten über sie. Die hat doch so ein schönes Bild gerade. Die ist die Blonde, die da auf Malle irgendwie mit diesem Typen da, mit dem Vater und so, alles gut. Ja, und Horst, verfolgst du noch ein bisschen ihren Weg oder habt ihr sogar noch Kontakt, auch freundschaftlicher Art und Weise, oder? Nein, mittlerweile nicht mehr. Also seitdem sie verheiratet ist oder besser gesagt, seitdem sie den Lukas kennengelernt hat, hat sich das komplett gelegt. Wir hatten natürlich hin und wieder mal Kontakt. Aber so wie jetzt auch gerade gesagt wurde, Daniela hat sich das ja alles selbst erarbeitet. Sie hat ja irgendwie von Anfang an keine Skandale gehabt mit irgendjemand, der sie da reingeschleusert. Das hat sie alles selbst gemacht. Und von daher alles gut, ich freue mich für sie und deswegen gibt es da eigentlich auch nicht viel zu sagen. Aber wir haben auch keinen Kontakt mehr. Okay, gut. Zum Thema Goodbye Deutschland. Boris, ganz schnell, hast du das mal verfolgt eine Zeit lang? Verfolgst du das? Kriegst du mit? Weißt du, welche Protagonisten sozusagen in der Goodbye Deutschland-Bubble, muss man sagen, richtige Stars geworden sind? Also könnte ich jetzt nicht, ein Quiz zu dem Thema könnte ich nicht beantworten, aber ich habe ja damals, als ich noch bei Endemol war, haben wir im Prinzip das Format, so ein Format weltweit vorgestellt, waren ein bisschen früh damit und die Kandidaten, die wir hatten, das ging tatsächlich bei uns Goodbye Deutschland, es hieß auch nicht Goodbye Deutschland, sondern das hieß, ich weiß gar nicht mehr, ob das Tschüss Köln, Hallo Malle war oder so, auf jeden Fall ging es um Leute, die nach Mallorca auswandern, das war im Prinzip so die gleiche Art und auch da haben wir uns überlegt, wie kriegen wir das hin, dass die Geschichten geil bleiben, weil ja ein Großteil dieser Auswanderei leider auch ganz viel Arbeit ist und ganz unspektakulär aussieht. Also es ist nicht immer toll und es ist nicht immer alles spannend und es ist nicht immer alles hoch und runter und dann große Tiefen und großes Geweine und dann wieder ganz oben und so. Das war schon auch damals das Problem und wir haben es vorgestellt und dann war irgendwann die Frage, die Kollegen von RTL, bei denen waren wir, glaube ich, wenn ich das recht erinnere, und dann hieß es dann sofort, ja, wie garantiert ihr, dass wir da, sag mal, auf einer Daily-Basis, wir haben es, glaube ich, als Daily auch gehabt, wir wollten Leute begleiten und dann eben Daily was machen, wie garantiert ihr, dass da Geschichten mehr rauskommen, dann haben wir schon selber gemerkt, ja, also Daily geht nicht, vielleicht Weekly, aber die Wahrheit ist halt, wenn du da mit Leuten sprichst, die wirklich ausgewandert sind, ne, also Behördengänge sind nicht so spannend, irgendwelche Sachen, dass du irgendein Haus findest, ist nicht so spannend und Konflikte,
zwischen Ehepartnern sind überhaupt nicht schön, weil die machen nämlich dein Format kaputt. Und wenn du dann die inszenieren sollst, um Drama zu schaffen, da habe ich auch keinen Bock drauf gehabt. Also wir haben dann irgendwann gesagt, komm, das ist zu komplex. Und als dann die Serie anfing, habe ich gedacht, ah, guck mal an, wir sind doof gewesen. Wieso haben wir immer auf Malle? Und wir hätten doch einfach weltweit und einfach ein paar Leute begleiten und vielleicht sogar dafür sorgen, dass die sich selber filmen, dann spart man auch noch Kosten. Aber dann fing das Format an und ich habe das so zwischendurch verfolgt. Es ist halt, wir gucken das heute nicht mehr, weil die Anzahl der Menschen, die ohne die Sprache zu sprechen in irgendein Land fahren, war groß und das hat man irgendwann auch genervt. Also wenn du das Unvermögen angucken musst immer, dann bist du auch irgendwann, ist es langweilig, finde ich. Ja, und war euer Ziel auch auf jeden Fall nicht gescriptet zu sein und auch nicht nachzuhelfen? Nein, nein, das geht nicht. Also das ungeskriptet geht das nicht. Punkt. Weil wenn du, also zieh doch mal von Gütersloh nach Itzehoe. Das geht, das ist einfach nicht so spannend, sondern es ist einfach tatsächlich, da ist einfach Arbeit dabei, da sind viele Details dabei und natürlich gibt es da auch Konflikte und so, aber wenn du da immer jemand dabei hast, der das filmt, ist der Prozess an sich ist nicht so spannend und den musst du dann aufpimpen und das ist ja schon scripted. Und es gibt natürlich, du kannst sagen, pass auf, keine Ahnung, ihr habt jetzt gerade zofft euch doch mal richtig und dabei packst du am besten Koffer und er legt das Bettsachen zusammen, das kannst du so anweisen, aber das fängt dann schon an, da ungemütlich zu werden und ich bin gespannt, ob wir da auch in diese Richtung gehen. Das Problem ist das, wenn du einmal so anfängst, ne? Wo hörst du auf, ne? Wo kommst du wieder ins echte Leben zurück und so weiter? Wo hättest du? Das geht immer, die Erwartungshaltung geht immer mehr nach oben und es wird immer, der Druck wird größer auf alle Beteiligten. Du kannst auch als Beteiligter, ich würde keinem, der sowas, der in so einer Situation ist, kann ich verdenken, wenn er sagt, ich ziehe das einfach weiter durch, weil es ist die einzige Chance. Also ansonsten schmiert das komplett ab. Es geht nicht. Und darum wäre, genau, an dieser Stelle Nadesha mal mit ins Boot. Nadesha, hast du vorher das Format verfolgt? Kanntest du das und wusstest du im Vorfeld, was wird mich erwarten, wenn ich mit denen drehe? Also, dass mir das Format bekannt war, ist klar, weil ich habe ja schon ein paar Jahre auf Mallorca gelebt und dieses Format dreht ja sich nun mal viel auch auf Mallorca. Hab das auch hin und wieder angeschaut. Also für mich persönlich war das immer ziemlich interessant, weil ganz zu Beginn waren in dem Format halt wirklich noch Menschen, die ausgewandert sind. Also weit, weit weg auch, also wirklich auswandern. Weil Mallorca, sind wir mal ehrlich, ist ja Auswandern leid. Ja, das ist ja, also da schafft eigentlich auch jeder, wenn er nicht ein kompletter Hirni ist. Und mich hat es halt wirklich, wenn die nach, was weiß ich, nach Venezuela oder keine Ahnung, also wenn die wirklich so, wirklich interessante Geschichten halt. Und ich bin ja auch dazu gekommen, eigentlich durch eine Bekannte, die mit einer Produktionsfirma in Kontakt war. Ich kriege das heute nicht mehr zusammen, warum. Auf jeden Fall hat die denen dann erzählt, dass ich da eben im Moment nach Dubai auswandern möchte. Und da eine Firma aufmache. Und und dann haben die der eben 1.000 Euro gezahlt, dass sie meine Kontaktdaten rausgibt. So. Okay. Okay. Und fängt ja schon mal gut an. Genau. Sag so. Uns ganz kurz, in welchem Jahr befinden wir uns? Das war 2015, 2016. Ah, okay, also auch schon ein bisschen her. Okay. Und dann Genau, und dann hat man dich also kontaktiert von der Produktionsfirma und hat gefragt, würdest du mit uns drehen wollen? Genau. Okay. Und ja, dann, ich muss sagen, ich hatte zu der Zeit, wenn ich da irgendwas im Fernsehen zu tun hatte, war das immer irgendwie so kleine, mal irgendwie da mitgespielt, mal dort. Also da hab da keine Ahnung von gehabt und alles, was ich in der Richtung da gemacht habe, das war jetzt nicht irgendwie mit Geld verbunden oder sonst irgendwas, ja. Und hatte demnach auch wirklich keine Ahnung und mein Geschäftspartner und ich haben dann uns zusammengeschlossen, haben gesagt, komm, wir machen das, aber finanziell, ich habe damals, glaube ich, 1.000 Euro bekommen als Gage oder haben wir zusammen 1.000 Euro gekriegt, ich weiß schon gar nicht. Also auf jeden Fall wirklich das Geld, kannst du vergessen. Aber wir haben mal damals gedacht, naja, vielleicht, da war Dubai ja auch noch nicht so ein Hotspot wie heute. Vielleicht bringt uns das einfach ein bisschen Werbung, dass wenn die Leute da in Urlaub gehen, weil wir haben so eine Dreckvermietung gemacht dort, vielleicht können wir die Touristen dadurch ein bisschen locken. Ne? Also die so. Ja, und dann hat es irgendwann alles so seinen Lauf genommen. Ja, und jetzt muss man kurz fragen, diese 1.000 Euro, das war jetzt für wie viele Drehtage? Ich glaube, wir haben wir haben da 2 Wochen, haben wir in Dubai, glaube ich, gedreht. Okay. Also würdest du sagen, Boris, aus Sicht eines Außenstehenden, ja, die 1.000 Euro nimmt man mal mit, aber in erster Linie ist das eventuell gratis Werbung. Wenn ich eine Firma aufgemacht habe, also bester Sendeplatz, Primetime, Vox, ist schöne Werbung, oder? Ja, absolut. Also finde ich auch okay. Also der Tausender dann
Klar ist das jetzt nicht das, wenn man das hauptberuflich macht, aber wenn das gleichzeitig, man kriegt Marketing, man findet statt und so, finde ich, okay, ja, ist auch üblich gewesen. Auch zu der Zeit total üblich, ja. So, dann habt ihr also gedreht und hattest du direkt das Gefühl, du fühlst dich wohl in den Dreharbeiten im Format? Hast du dich authentisch widergespiegelt gefühlt oder gab es direkt auch schon Anweisungen nach dem Motto, ja, da muss schon ein bisschen was passieren. Lass uns mal gucken, dass wir ein bisschen Drama einbauen. Das soll ja ein Unterhaltungsformat sein, wie Boris schon gesagt hat. Wenn du da den ganzen Tag irgendwie guckst, dass du nur auf Kunden wartest oder wie auch immer, das ist jetzt nicht so spannend. Wir müssen schon ein bisschen was liefern. Wie lief denn das so ab? Also ich muss mal vorab sagen, dadurch, dass wir in Dubai gedreht haben und ich weiß nicht, ob das heute, was sage ich, ist es alles einfacher. Früher hat man da lange gebraucht, so eine Drehgenehmigung zu bekommen. Dann musste man da auch immer, da ist immer eine Person dabei, die die ganzen Dreharbeiten überwacht. Also der geht mit allem, überall mit uns hin und sagt, da durfte er drehen, da nicht und das Okay. durfte er und das nicht. Also und dann hat er uns die ganze Zeit immer so ein schlechtes Gewissen gemacht, gesagt, oh mein Gott, diese Produktion in Dubai, das ist so teuer und das kostet ihn so viel Geld. Dass wir teilweise wirklich schon dachten, oh Mann, weil wir es wirklich als Werbung zu dem Zeitpunkt gesehen haben, weil wir nochmal die 1000 Euro, die haben wir weder gebraucht noch hätten die jetzt irgendwie was ausgemacht, ja, groß. Und aber der hat uns dann so ein schlechtes Gewissen gemacht, dass wir dachten, ey, komm, nachher kommt der nicht, weil er dann immer, oh, der kriegt nicht so viel von der Produktion und ja, jetzt muss er das in Deutschland wäre das alles nicht so, dass er da diesen Typen noch extra zahlen muss und so weiter. Dass wir dann tatsächlich ein Hotel gebucht haben für die, also für ihn und seine Frau und den Kameramann. What? Okay. Wir haben das Hotel bezahlt, wir haben den Mietwagen bezahlt und eigentlich auch das meiste, wenn wir essen gegangen sind oder so. Das haben auch alles wir eigentlich getragen, ja. Ja, also Boris, ist das Standard in der deutschen Produktionslandschaft? das ist einfach, gelinde gesagt, eine Unverschämtheit. War das denn ein Lokaler oder war das jemand aus Deutschland? Nee, der war aus Deutschland, der ist aus München. Also es ist ein Producer sozusagen gewesen. Mit Für bei was? Mit dem Kamerateam oder wie war der? ja, der hat einen Kameramann mitgebracht, genau. Und das Also heißt, wir haben es da. waren so, die waren ein Team, zwei Leute, ein Kameramann, ein Producer, der aber gleichzeitig wahrscheinlich auch irgendwie Fragen, Anweisungen und sowas alles macht. Und dann haben sie den Lokalen dabei gehabt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man ehrlich gesagt einen Local dabei haben musste. Also wir mussten das damals. Es ging nicht ohne. Der hat zwar nicht gefilmt, aber der musste überwachen, wo wir drehen, ob wir das dürfen, ob nicht. Also der musste das alles wirklich und was wir sagen. Das war, also damals war das noch echt streng. Und okay, und der musste auch bezahlt werden, tatsächlich. Ja, den musste man auch bezahlen. Okay. Weil da ist schon, ne, diese Locals, die dann ankommen und dann irgendwie, man sagt dann, der kostet 1000, der kostet wirklich halt nur 500, egal. Fakt ist, also das weiß man ja nicht, ne? Fakt ist, dass die Protagonisten selber zahlen, völliger Blödsinn. Völliger, völliger. Ja, Also. alles finanziert. Wir haben praktisch die ganze auch alles Dubai zeigen, dies, das haben alles wir gemacht, alles. Das heißt aber eigentlich von den 1000 Euro, die ihr kriegen solltet, habt ihr drauf gezahlt, weil, Ja, voll, ja. voll. Okay. Wie Was? hat sich das in dem Moment angefühlt? Also hast du schon das Gefühl gehabt, na, also so läuft das doch eigentlich nicht. Also auch wenn du jetzt vielleicht noch nicht in großen Produktionen, wie du gesagt hast, großartig warst, aber das hat sich doch nicht nach, das ist Standard angefühlt, oder? Ich muss dir sagen, zu dem Zeitpunkt haben wir uns da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Wir haben dann nur gedacht, naja, weil er hat es dann immer so dargestellt, dass er nur so ein kleines Budget kriegt, aber für Dubai halt das Budget viel zu wenig wäre. Ja, also Okay. haben wir später dann alles erst mitbekommen muss. Aber also uns hat er das immer so verkauft, dass er da halt das Budget eigentlich halt für Dubai nicht reichen würde. Kannst du mal so grob überschlagen, was habt ihr für die Produktionsfirma ausgegeben vor Ort? Ganz grob. Kann ich nicht mehr genau sagen, aber wir haben also auch kein billiges Hotel genommen. Also wir waren jetzt nicht in dem 5-Sterne-Luxushotel, das waren sie jetzt auch nicht, aber auch kein günstiges, weil das zentral war. Plus der Mietwagen, ach, das waren schon ein paar tausend. Aber vor allem, das ist doch so krass, weil das sind ja 1:1 Kosten, die durchlaufen, auch beim Sender. Das hat mit dem Budget überhaupt nichts zu tun. Gar nichts. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir wirklich keine Ahnung gehabt und haben das eben geglaubt, so wie Ja. er es gesagt hat. Na klar, ihr könnt das sowieso nicht wissen. Also, ich meine, wenn man da ist und wenn man sagt, komm, ich habe Bock, hier Werbung zu machen für uns, wir haben hier die Möglichkeit, Primetime ins Fernsehen, überhaupt gar keine Frage, dass man das macht. Wenn man die Kohle hat, dann ist das der Deal. Also klar, dann sagt er, ja, müsst ihr bezahlen, dann bezahlst du das.
Aber in Wirklichkeit hat er doppelt kassiert, also 100 Ja, Prozent. natürlich. Aber das, wie gesagt, damals dachten wir wirklich, oh Gott, weil ja, in Deutschland ist es ja nicht üblich, dass da eben so ein Lokaler da mit muss und so weiter. Und wir haben das damals halt tatsächlich auch noch geglaubt, alles. Also, ja. Wie waren denn diese 2 Wochen Dreharbeiten? Also war da alles echt oder hat man versucht, irgendwie, wie gerade schon angedeutet, ein bisschen mehr? Boris hatte schon gesagt, eventuell ist auch nicht alles spannend, was man in den 2 Wochen erlebt. Wie habt ihr das umgesetzt? Gab es ein Nee, Drehbuch? das, ja, also der hatte schon immer sich so das zurecht, also der kam schon immer und hat gesagt, ich stelle mir vor, das, und hat er schon so ein Drehbuch gehabt, ja. Okay. Und wie gesagt, wir konnten ja auch gar nicht immer so real drehen, weil die Zeit, wo der zum Beispiel nach Dubai kam, die war ja fest. Also es musste ja alles in dieser Zeit nachgeholt werden oder nachgestellt werden oder was dann davor schon war, weil er ja nur in dieser Zeit da war. Also. Ja, aber das waren trotzdem Dinge, die ihr sowieso getan hättet oder schon getan habt. Die habt ihr sozusagen nochmal fürs Team nachgestellt oder? Okay, also hat es ja durch. Weil es gab halt auch Sachen, wo wir dann nicht drehen durften bei manchen Behörden oder irgendwie oder so, oder mussten halt dann gucken, dass wir da irgendwie dran kamen. Also da mussten wir schon das ein oder andere natürlich nachstellen, ja. Okay, dann waren diese Dreharbeiten zu Ende. Wie schnell wurde das ausgestrahlt? Oh, ich glaube auch mindestens ein Jahr später erst oder so. Ja, später, okay. Und ist es so ausgestrahlt worden, wie vereinbart oder wie du es dir vorgestellt hast oder so? Oder hattest du beim Anschauen der Sendung auch schon gedacht, auch hier wurde irgendwie komisch geschnitten oder wir wurden dargestellt, so wie wir gar nicht sind? Oder warst du damit fein, wie es am Ende ausgestrahlt Nee, wurde? natürlich haben die schon versucht, oder ich habe so empfunden, dass sie mich damals schon so ein bisschen hingestellt haben, wie so eine kleine dumme Deutsche, die jetzt da ins arabische Land gehen will. Und ja, so ein bisschen halt, und wie sie aussieht und wie sie rumläuft und so. Also schon so ein bisschen in so eine, in so ein, soll man sagen, in so ein So eine versucht, Klischee-Ecke. eher genau in so eine Klischee-Ecke reinzudrängen. Das schon, das haben sie schon versucht, aber ja. Hat das werbetechnisch was gebracht? Du hast ja erhofft, ja, dass Gäste kommen und so weiter. Hat das wenigstens ein bisschen gefruchtet? Nee, weil bis dahin hatten wir die Firma gar nicht mehr. Ach so, okay. Als die Ausstrahlung kam, war ich schon gar nicht mehr. Also ich war trotzdem noch in Dubai, aber ich bin nie praktisch ganz ausgewandert, weil ich habe mich dann mit meinem damaligen Geschäftspartner, haben wir uns überworfen. Ja. Und es kam dann auch, damals wurde dann da auch ganz viel Dreckwäsche gewaschen über die Bildzeitung und dies und das. Und dann hat damals gut bei Deutschland gesagt, ja, sie drehen halt zu Ende, wenn unser Verfahren, unser Gerichtsprozess da zu Ende ist. Und dann hatte ich auch immer darum gebeten, das bitte nochmal richtig zu stellen, also wie das dann tatsächlich auch zu Ende gegangen ist. Ja, und das hat man dann natürlich danach nicht mehr gemacht. Also das Okay. war dann. Und dann führte es dich von Dubai direkt nach Mallorca dann, oder? Nee, ich war schon in Mallorca. Ich bin von Mallorca nach Dubai. Ach so, okay. Und dann wieder zurück sozusagen. Genau. Und dann hat man dich aber nochmal begleitet. Na, und dann war erstmal Pause. Ja. Und dann muss man dazu sagen, dieser, ich weiß jetzt nicht, ist er der Produktionschef von Vox selber oder von der Sendung. Also auf jeden Fall der mochte mich. Ich war, habe bei dem nicht so in sein Konzept gepasst, weil ich halt einfach bin, wie ich bin. Ich will mich nicht verbiegen lassen, ich will mir den Mund nicht verbieten lassen und bin halt, wie ich bin. Und es ist ja auch nicht so, dass, also die kannten mich ja, weil es ging dann, eins der bekannten Gesichter ist jetzt Caro und Andreas von Gut bei Die Deutschland. kennen wir Und übrigens, Boris, kurz zur Info, die waren auch im Sommerhaus der Stars, ja, also daher kennst du sie, genau. kenne ich genau. Genau. Und mit ihr war ich mal sehr, sehr, sehr eng befreundet. Und dann wollten wir zusammen ein Geschäft machen. Da hat dann auch Gut bei Deutschland wieder gedreht, aber da waren wir bloß so, wie sagt man, so nebenbei. Ja, die Hauptprotagonisten waren eben die beiden. Und aber da habe ich dann nachher, als wir uns dann, als ich mir, also ich habe mich dann von dem Geschäft zurückgezogen, habe gesagt, ich möchte da raus, ich will damit nichts zu tun haben, und unter anderem auch wegen ihm, weil ich mit ihm nicht klargekommen bin, und habe dann auch gebeten, dass sie mich da bitte rausschneiden möchten. Ich möchte da nicht mit ausgestrahlt werden. Okay. Wir reden aber nicht über den Produktionsleiter, sondern über den Mann von Caro, meinst du? Oder über. Also dass die Freundschaft auseinandergegangen ist, ist alles, das hat wegen Mann von Caro zu tun gehabt, Ja, genau, und okay. auch mit diesem ganzen Konstrukt, wie dieses Geschäft eben damals aufgebaut werden sollten. Da waren noch viele andere dabei, und ich habe damals dann gedacht, nee, geh da bloß raus und zieh dich da. Ich möchte mal kurz, genau, Horst, in das Geschehnis einbinden. Wann kommst du sozusagen ins Spiel? Denn ihr habt ja, wenn du mal kurz erzählen machst, ihr habt zwar
eine Art Beziehung. Erklär das mal ganz kurz, aber nicht auf konventionelle Art und Weise, ne? Also magst du das mal kurz erklären, wie ist eure Konstellation miteinander? Ja, gut, wir kennen uns jetzt ja auch mittlerweile schon über 8 Jahre und haben mehr oder weniger auch immer mal wieder so eine On-Off-Beziehung. Aber wir sind ja beides Eigenbrötler, wir haben beides eigene Geschäfte und haben auch beide einen Dickkopf, kann man so sagen. Und es ist eigentlich schon eine interessante Geschichte, sage ich mal, wie das bei uns läuft. Aber halt nicht so, wie wir das natürlich so aus den normalen Beziehungen kennen, dass man so an einem Tischchen hockt und sich Küsschen gibt oder Hand in Hand mal am Strand entlang läuft. Das ist halt vielleicht nicht ganz so unser Ding. Okay. Ne? Und, Das heißt also am Ende, sagen wir mal so, ihr spürt durchaus eine körperliche Anziehungskraft, die gibt es, aber es muss ja. jetzt nicht, ihr seid Es muss jetzt nicht jetzt die nicht diese puren Romantiker. Honeymoon-Geschichte sein, die man so als Okay. gutes Also Ding ganz kennt. anders als Boris und ich zum Beispiel in unseren, wo Boris natürlich immer Herzchen in den Augen hat, wenn er seine Frau jeden Abend anschaut. Und genau, Naja, ab verstehe. und zu habe ich auch mal Herzchen in den Augen, Natascha. Oh, Ja, guck das mal hier, Nadesha. ja, Nadesha, also das hier. habe ich ja auch, das habe ich dann hin und wieder schon auch, aber manchmal dann halt auch nicht. Genau. Also eigentlich wie die Konstellation Boris und ich sozusagen. Ne? Boris, mal gehen wir uns auf den Sack und mal verstehen wir uns ganz gut. So ist es dann halt Genau, bei Horst ja, so Nadesha. ungefähr, ja. Genau, so ist es Horst. bei uns. Aber ich bin ja schon früher bei Goodbye Deutschland eingestiegen, etwas. Ja. 2013 wurde schon was ausgestrahlt Ah, in okay. Thailand. Okay. Also ich muss sagen, das hängt natürlich auch alles ein bisschen mit der Katzenberger-Geschichte zusammen, weil damals war ich bei Big Brother 10 gewesen und war mit der Iris Klein, mit der Mutter von Daniela, im Big Brother Haus. Okay. Und daraufhin hat mich Daniela auch angeschrieben, nur kannte ich damals Iris Klein nicht. Ich wusste gar nicht, dass das ihre Mutter ist und hatte Das da auch ging gar nicht mit vielen verbunden. Menschen damals so, genau. Genau, und ich war ja auch vorher schon in dem einen oder anderen Format zu sehen. Ich habe auch ein bisschen was für TAF gemacht, also verschiedene Dinge gemacht. Und dadurch sind wir in Kontakt getreten und die 99 Pro, die also damals auch die Daniela unter Vertrag hatte, die haben mich dadurch auch kennengelernt und die wussten auch, dass ich immer nach Thailand will, dass ich da schon jahrelang dran gearbeitet habe. Und habe mir dann mit meinem Geschäftspartner zusammen und seiner Frau, haben wir uns dann ein Haus gekauft. Das war dann 2011. Und 2012 war das Ganze dann fertig und da sind wir dann auch mit Goodbye Deutschland rüber. Ich muss aber dazu sagen, ich habe da immer positive Erfahrungen gemacht. Das ist alles professionell abgelaufen. Hier gab es im Vorfeld Verträge, Absprachen. Wir sind rübergeflogen. Es ist genauso, wie vorhin schon erwähnt wurde. Gewisse Dinge wurden komprimiert natürlich dann auch in den 8 Tagen gemacht. Also es ist ja jetzt so, dass wir dann, wenn wir dann die Dinge, die man vielleicht in einem Monat macht, vielleicht mal einen Gartenstuhl kaufen oder mal hier hinfahren oder dies oder das machen, das komprimiert man natürlich dann auf diese kurze Zeit, wenn die da sind. Das sind ja immerhin auch schon 8000 Kilometer zu fliegen, da haben sie ja kein Kamerateam vor Ort. Und da ist es alles super abgelaufen. Gell? Da habe ich auch dieses Protagonistengehalt bekommen, das waren dann 800 Euro gewesen, für die 6 bis 8 Drehtage waren da vereinbart. Und Und man muss ja. noch mal ganz kurz sagen, es gibt ja, Boris, für Goodbye Deutschland gibt es verschiedenste Produktionsfirmen. Das ist also nicht eine Firma, sondern es gibt ein halbes Dutzend irgendwie gefühlt. Und jede macht, ist vielleicht auch vielleicht für ein Land zuständig oder für verschiedene Protagonisten zuständig. Und somit gibt es halt verschiedene Firmen, die für Goodbye Deutschland drehen, ne? Wobei Ja. ich. Genau, aber die Hauptfirma ist 99 Pro. Also das ist Genau. der Haupt. Genau, die 99 Pro war damals eigentlich so der Chef im Ring, kann man sagen. Und da wird auch vieles gemacht, was die 99 Pro wollte. Und da ist halt auch alles sehr professionell abgelaufen. Also da muss ich wirklich sagen, es war von A bis Z hat es gestimmt. Und es war immer gute Stimmung, ist gut abgelaufen, die Absprachen wurden eingehalten. Wenn irgendwas Besonderes gelaufen ist, dass sie jetzt zum Beispiel tatsächlich gesagt haben, du hast, kauf dir doch hier doch mal was für den Garten, was du vorhast, das habe ich mir jetzt nicht vor, dann haben die mir tatsächlich angeboten, mir die Gartenmöbel zu bezahlen. Ja? Also das, so kenne ich das, ja, dass sie dann auch sagen, hier, wir wollen jetzt noch nach Phuket fliegen, vom Isan, das heißt vom Land ein bisschen in ein Touri-Gebiet, dann haben die natürlich auch einen Flug übernommen. Also klar, wenn die was von mir wollten, was ich jetzt außerhalb meiner Sachen gemacht habe, wenn die das wollten, haben die das auch bezahlt, ohne mich Genau, auch vorher aber irgendwie Boris, in den Ding reinzulocken. Ja? genau, aber Boris, so sollte es sein, oder? Ganz normal, Genau. ja. So, Ganz jetzt, normal, ja, alles super genau. gelaufen. Also, Produktion ist so, es gibt eine Head Producer Company, das sind die 99 Pro und die geben dann Aufträge auch an andere raus. Und dann ist dann immer die Frage, also es ist natürlich unterschiedliche Konditionen, unterschiedliche Abstimmungen. Das hat ja auch zu tun mit dem Aufwand, den diejenigen haben. Also jemand, der, keine Ahnung, in China drehen würde, ja, gibt es jetzt nicht, aber
Wenn jemand in China dreht, hat er einen anderen Aufwand, als wenn er in der Schweiz dreht. So. Und das muss natürlich unterschiedlich auch vergütet werden, das ist so gar keine Frage. Alles in Ordnung. Genau. Und dann kommen wir zu dem Punkt, Alles du top. hast dann sozusagen mit Nadesha zusammengedreht. Nimm uns Richtig. ganz kurz mit, in welchem Jahr war das? Das war dann jetzt vor 2 Jahren, jetzt muss ich mich ein bisschen Dings, da haben wir 22. 22 war es. Nee, Und? 22, ja. Doch, 22 haben wir 22 angefangen, ist, dann bis genau. 23 reingedreht. Und auch da habe ich das aber versucht, vorher abzuklären, weil ich ja schon bei Vox bekannt war. Und es Aber gab dann warte, mal. ich muss mal kurz dazwischen grätschen, dass man versteht, wie du da dazu gekommen bist dann. Ich war ja bei Gut bei Deutschland raus und dann hat mich die Produktion angerufen 2022 und haben gesagt, du, dieser Chef, also der mich ja, nee, ich muss es anders sagen. Es ist dann irgendwann nach dem Sommerhaus, wo Caro und Andreas dabei waren, wurde aufgedeckt, dass Andreas eben mal in einer Sendung eine große Lüge erzählt hatte. Und in dem Sommerhaus hat es halt seine damalige Ex-Partnerin gesehen und hat gesagt, das kann nicht angehen, der macht da so sein Geld und ich bin hier der Arsch von dem Ganzen und hat es halt an die Presse verkauft. Bis zum heutigen Tag denkt aber dieser Chef, dass ich das war. Also selbst wenn ich es gewesen wäre, ich hätte kein Problem, das zu sagen, weil warum auch nicht. Aber damit habe ich tatsächlich nichts zu tun. Und dann hat mich diese Produktionsfirma aber angerufen, hat gesagt, hör zu, der ist nicht mehr zuständig, der ist jetzt weg, der ist bei RTL oder wo auch immer. Wir hätten wieder Interesse, mit dir zu drehen, hast du Bock? So, und dann habe ich gedacht, naja, wenn der nicht mehr dabei ist, dann warum nicht? Und dann ging es aber schon los, als der dann mitbekommen hat, dass die mich wieder zurückgeholt haben, hat er sofort bei denen angerufen und gesagt, ja, aber ihr wisst schon, dass das diejenige ist, die die Sache von Caro und Andreas aufgedeckt hat. Davon mal ab, selbst wenn, ist ja nicht derjenige schuld, der es vielleicht aufdeckt, sondern derjenige, der ja gelogen hat. Aber gut. Daraufhin wurde ja dann erstmal denen ihre Drehs eingestellt und dann musste er ein Entschuldigungsding machen und trotzdem wurde dann einfach weitergedreht. So. Und dann war ich wieder dabei, aber dann wurde halt gesagt, ja, aber wenn wir jetzt mit dir drehen, dann muss jetzt was Neues passieren. Und habe ich gesagt, naja, aber was ist denn neu? Ich habe neue Geschäfte, das können wir drehen oder irgendwie. Nee, jetzt, wir wollen mal bei dir auf diese Liebesschiene gehen. Ja, und dann sollte ich daraufhin einen Aufruf machen, dass ich eben einen Partner suche. Okay, aber den hast du nicht wirklich, also deine Intention war jetzt nicht, ich bin auf Partnersuche. Nee. Okay. Nee. Okay. Aber Ja, ist halt es gab. Quote. Ja, genau. Wer hat sich da so So. gemeldet? Eventuell dein Traumprinz. Vielleicht hättest du ja die große Liebe gefunden nach diesem Aufruf. Nee, und dann haben sich ja dann natürlich wirklich alles Mögliche gemeldet, aber wirklich so schlecht. Also erstens wirklich nicht einer, wo ich gesagt hätte, mit dem könnte ich das auch nur spielen oder so tun, weil die einfach wirklich so schlecht alle waren. Ich habe dann auch mit ein paar so über Telefon Ding, aber selbst am Telefon war das schon so, dass ich gemerkt habe, echt. Es geht nicht, ich kann die nicht ernst nehmen. Die sind einfach entweder dumm wie ein Kilometer Feldweg oder irgendwas. Es war wirklich grausig. Also so wie bei Schwiegertochter gesucht, zum Beispiel. Ja. Okay. Also in dem Niveau so ungefähr. Da habe ich gedacht, nein, das geht Boris, nicht, wir das lieben kann das ich nicht Format. machen. Ja. Ja, ist okay, ich gucke das auch ab Nein, und zu nein, mal. Spaß, Spaß, Spaß. Nein, das ist ja auch manchmal witzig, das ist ja nicht. Aber dann bin ich zu dem Produktionsleiter oder wie sagt man da, ja, hingegangen und habe gesagt, du hör zu. Ich kann das so nicht machen. Wenn wir das real machen wollen, dann sollten wir jemanden nehmen, mit dem ich tatsächlich so eine On-Off-Beziehung habe. Weil Genau, mit aber dem. ganz kurz, da würde mir einfallen, dann nimm doch den Horst, weil auch wenn es nicht vielleicht, so wie wir gerade gesagt haben, die typische Vorzeigebeziehung ist, ist da aber was zwischen euch. Es gibt eine Anziehung, das ist echt und ihr seid mal mehr, mal weniger in Love, wie auch immer, aber Ja. es ist zumindest echt. Also hast du mit Sicherheit Horst vorgeschlagen. Genau, dann habe ich Horst vorgeschlagen. Und dann hat er gesagt, ja, muss er absprechen, hat mir dann zurückgerufen und hat gesagt, ja, die sind nicht begeistert, weil Horst hätte sie schon mal verarscht, da mit Thailand und so weiter. Und Kurze dann hat Zwischenfrage, Horst, inwiefern hast du die verarscht? ja, gar nicht, natürlich überhaupt nicht. Da habe ich mich auch drüber aufgeregt, gell? Und habe natürlich dann auch gleich die 99 Pro angeschrieben, gell? Als es irgendwie dann in den Raum geschmissen wurde, was denen einfällt, weil ich war damals sogar noch, mein Geschäftspartner hat mich damals ein bisschen verarscht mit allem. Und hat mich eigentlich mit allem da sitzen lassen. Also ich habe hier in Deutschland gesessen, er sitzt jetzt drüben mit dem Haus, das muss man dazu erklären. Ich habe da jede Menge Geld verloren. Also das ist überhaupt keine witzige Geschichte, aber die möchte ich auch gar nicht groß breitreden. Aber die ist auch bekannt, auch bei der 99 Pro.
Und ich habe sogar noch 2014 sogar mit dem damaligen Chef, mit dem, ich weiß jetzt komme ich den Namen nicht, der hat auch bei ProSieben gearbeitet. Der hat mich sogar noch nach Leipzig geholt. Boris Da habe ich Brandt war quasi. es am Ende. Nein, 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 das war, nein. ich komme nicht. Der hat auch Daniela Katzenberger entdeckt übrigens. Der hat die da irgendwie groß gemacht. Ich komme jetzt auf den Namen nicht. Und für den Egal. war ich dann in Leipzig bei The Fuck Up Nights gewesen, hieß das. Das waren Gründer gewesen. Und da habe ich vor Der 3 der Martin war Gründer das? gesprochen. War Nee, das das der war der Martin? Martin. Nee, nicht Martin. Das war der, ich komme noch drauf. Ja. Auf jeden Fall habe ich da vor 300 Gründern gesprochen, das ist sogar im Internet, und habe da meine Geschichte erzählt, wie das passiert ist. Und das hat mich doch ganz schön niedergeklüppelt und hat eigentlich meine Auswanderungspläne für die nächsten Jahre ja eigentlich komplett flachgelegt. Das wussten die aber irgendeiner hat da natürlich so eine Geschichte gestreut und hat es dann erzählt. Und das fand ich halt auch niveaulos und absolut grausam, weil ich meine, das ist eine Geschichte, die hat mich sehr getroffen und hat mich sehr viel Geld gekostet. Und dass da einer sowas erzählt, das hat mich schon verletzt. Und da habe ich auch direkt geschrieben, nur niemand wusste da was. Also niemand von der 99 Pro wusste, wer da irgendwas gesagt hat. Also keine Ahnung, woher das kommt. Gut, Horst, auf jeden Fall. Boris, möchtest du? Nee, es ist nur typische Geschichte, voll typische Geschichte. Okay, Ja, also dann auf das. jeden Fall hat er mich dann irgendwann angerufen, hat gesagt, oh, gute Nachrichten, Sie haben doch eingelenkt, wir können doch miteinander drehen. Ja, sehr gut. Also echtes Leben, echte Gefühle habt ihr gedreht und so weiter. Und wie lange dauerten die Dreharbeiten? Ja, 1,5 Jahre, ne? Anderthalb Jahre. Okay, Boris, dann würde ich sagen, da ist wenigstens ein gutes Geld bei rumgekommen, bei anderthalb Jahren Dreh, oder? Ja. Da gehe ich von aus, dass ordentlich gezahlt wurde, gerade wenn es um private Themen geht und man initiiert private Themen, die eigentlich wirklich nicht existent sind, musst du ja doppelt bezahlen. Ich Also. darf ich mal, jetzt darf ich mal einschreiten. Ich habe vom ersten Tag an, als ich dazugestoßen bin, kam mir alles Spanisch vor. Ich habe schon viele Produktionen gemacht. Ich habe das alles schon durchlaufen, mehrfach. Und habe zu der Natascha immer gesagt, du, da stimmt doch auch irgendwas nicht mit dem Typ. Habe ich immer so gesagt. Also das ist doch völlig außergewöhnlich, was wir hier machen. Und er hat mich auch immer irgendwie versucht, in die Ecke zu drängen. Ich hatte also viele Diskussionen mit ihm, zu sagen, hör zu. Es ist mir schon bewusst, dass man gewisse Dinge natürlich komprimieren muss, aber was du von mir verlangst, ist ja, dass ich überhaupt nicht mehr authentisch bin. Zum Ja, er hat Beispiel? mich dauernd, ja, wenn ich jetzt für kurze Zeit auf Mallorca, ich bin ja übrigens auch immer extra wegen ihm rübergeflogen, weil er ja nie da war. Also er war, wenn ich in Mallorca war, war er nie da. Und wenn ich dann in Deutschland war und er wollte drehen, weil er ja noch irgendwie anders noch in Südafrika irgendwo gedreht hat, und wenn er dann da war, bin ich ja extra wegen ihm rübergeflogen. Und auch das, die ganze, da hat er nicht einmal die Anstanden gemacht, mal irgendwas zu sagen, hör mal zu, das übernehmen wir. Sondern das war für ihn selbstverständlich. Und wenn ich dann kurze Du hast Zeit die mal da Flüge war, bezahlt? ja, natürlich. Ich habe alle Flüge Boris. bezahlt. Und ich war nicht einmal, Achtung, ich war nicht einmal in Mallorca, wo er auch da war, wie sich das eigentlich gehört. Also so, dass wir eigentlich authentisch eine Sache drehen könnten, wie sie ist. Also ich bin immer extra darüber geflogen, gell? Weil das terminlich bei ihm nie gepasst hat. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht angehen. Und ich habe Natascha immer, sie hat ihn immer in Schutz genommen. Sie hat ihn eigentlich immer in Schutz genommen, hat gesagt, nein, der ist nicht so und der macht es und der ist zuverlässig. Über wie viele Flüge sprechen wir, Horst? Also ich habe 4 Flüge gehabt in dem einen Jahr. Okay. Nadesha, du sagst, anderthalb Jahre hat das insgesamt gedauert. Gab es einen guten Vertrag? Bist du gut aus der Sache rausgekommen? Gab es ordentlich Kohle? 1.000 Euro war wieder abgemacht. Für was? Für anderthalb Jahre? 1.000 Euro und Nadesha. die, warte, die klage ich mir gerade über einen Anwalt ein. Nein. Aber, ja. Krass. Vor Naja, allem, wenn man jetzt weiß, ne, wenn man weiß, was der Sender bezahlt und wenn man weiß, was diese Produktionsfirma ja sonst macht, dass du das, also dass du das einklagen musst, das Geld, ne? Ja gut, Das. wir sind jetzt noch nicht, wir sind noch nicht am Ende, warum ich das Oh einklagen Gott, muss. okay. Also Aber wir sind darf ja noch nicht, ich wir muss sind noch ganz nicht. kurz, ich muss ganz kurz einschreien, noch eine kurze Sache. Als ich dann da war, schiebt er mir einen Protagonistenvertrag unter. Da habe ich gesagt, während dem Dreh halt, während dem Dreh, dass ich mich eigentlich gar nicht darauf konzentrieren kann, da stand auch nichts drin. Das waren 2 Blätter. Da habe ich gesagt, das ist jetzt aber nicht gerade professionell, was wir hier machen. Und da stand auch nichts drin. Und dann irgendwann mal habe ich doch mal gefragt, ja, gibt es da auch einen Protagonistengehalt? Wie sieht es bei dir aus? Und dann hat er gesagt, naja, ich dachte, ihr hättet gemeinschaftliche Konten. Und er weiß ja genau, dass wir unterschiedliche Geschäfte haben und unterschiedliche Wohnorte, also völlig konfus, gell? Und da war ich schon völlig irritiert. Und er hat mir ja, aber gut, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen soll, als das jetzt alles rum war, habe ich mich ja beschwert bei Vox, habe ja einen Brief geschrieben. Daraufhin hat er sich gleich bei mir entschuldigt und hat mir mal kurzfristig 500 Euro überwiesen als Schweigegeld. Und das fand ich schon richtig übel, wo ich mir gedacht Krass. habe, also.
Er hat mir dann ganz schnell eine WhatsApp geschrieben, hat gesagt, oh, es tut ihm leid, da haben wir wohl nicht richtig kommuniziert. Die 500 Euro sind auf dem Weg, leider mehr sind es nicht geworden, weil ich bin ja nur Nebenfigur jetzt mittlerweile. Und hat dann so ein Ding geschrieben, da habe ich mir nur gedacht, also, Aber selbst da hast du doch deine vier Flüge nicht ansatzweise rausgehabt. ja, gar nichts, gar Null. nicht. Das sind ja nicht nur die Flüge. Aber Horst, vergess Wir mal haben nicht den Flug nach Dubai und Hotel Dubai. Hotel Dubai, Flug Dubai, wir wollten in Dubai drehen, es war natürlich schon alles zu teuer. Dann habe ich in Dubai gehockt und habe gewartet. Also das sind ja, mir fehlen eigentlich die Worte dazu. Gell? Also man kann es eigentlich, die Krönung dieser ganzen anderthalb Jahre ist ja eigentlich, dass er mir zum Schluss schreibt, es tut ihm leid, es tut ihm leid, weil er ein bisschen Angst hatte, dass ich vielleicht auch in die Öffentlichkeit gehe, weiß ich nicht, hat er vielleicht Angst gehabt, und hat gesagt, naja, hier hast du mal 500 Euro und dann ist gut. Boris, klingt das nach Schweigegeld? Also Ja. erstens mal, erst, ja, das klingt nach Schweigegeld, aber zweitens vor allen Dingen, das ist, muss man wirklich sagen, erstens total unüblich, zweitens saudumm. Ich habe selten in meinem Leben so eine dumme Geschichte gehört, weil das kommt doch raus, Freunde. Also was glaubt er denn, wer der ist? Ja gut, natürlich. Wir haben ja alles da, wir haben ja alles schriftlich auch. Wie Ja, vor blöd allem, kann man sein? jetzt muss ich mal kurz, ich muss noch mal eintauchen, weil es ging ja dann auch darum, dass er wollte dann unbedingt auch eine ganz krasse Story dieses Mal drehen. Das musste dieses Mal alles ganz, 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 ganz krass sein. Also über meine Vergangenheit. Ich will das nur kurz vorwegnehmen, weil ich damit kein Problem habe. Ich habe zwar eine Rotlichtvergangenheit. Das wollten sie aber ganz tief und dann sollten da meine Eltern und das musste wirklich alles so ganz, ganz tief. Und da habe ich ihm dann auch gesagt, ja, ich möchte aber nicht so ganz tief, weil auch gerade meine Eltern da mit drinne hängen. Möchte ich da nicht ganz so, ich habe damit kein Problem, aber ich möchte halt meine Eltern da nicht so mit öffentlich so mit konfrontieren, ja. Und das war halt, ja, aber du musst jetzt da mal richtig rauspacken und es muss jetzt mal richtig raus und es muss ein Knaller werden und so weiter. Und ja, und dann habe ich sogar hab ich meine Eltern dazu bekommen, dass die mitdrehen, ja, dass die sogar Oh, Interviews gegeben haben und lauter, nein. also wirklich, ja. Und die Krönung war dann, dass letztes Jahr im September das ausgestrahlt werden sollte. Und der Horst dann irgendwann mir auch geschickt hat, es steht schon in der Programmzeitung und überall. Und auf einmal war das weg. Überall weg. Und dann habe ich den Steffen angerufen, da sage ich, du Steffen, wird das jetzt doch nicht ausgestrahlt? Ja, nee, die haben das kurzfristig sich dagegen entschieden, weil der Horst würde zu viel Platz einnehmen, den müssen sie ein bisschen kürzen. Das muss nochmal umgeschnitten werden. Daraufhin hat er dann der Horst Vox angeschrieben und hat sich beschwert und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, du, bring den mal zu, der soll seine Schnauze halten, der soll ruhig bleiben, klär mal dafür, dass der ruhig bleibt oder hat er die 500 Pimperlinge so nötig? Ich schicke ihm die jetzt mal, aber der soll jetzt einfach Ruhe geben. Wobei So. ich dazu sagen muss, ich habe nie von Geld gesprochen, also nie von Geld. Ich hatte Vox geschrieben, ob das normal ist, dass man Protagonisten nicht entlohnt. Ja, das war ja mein Text. Ja, da ging es Ja, mir aber gar nicht. du sagst, du hast nie bei Geld gesprochen. Entschuldige mal, wenn ich an so einer Produktion teilnehme, möchte ich am Ende auch für meine Arbeit was bekommen. Also Entschuldigung. Das ist ja richtig, nur habe ich mich die ganze Zeit ja zurückgehalten, weil, wie gesagt, Nadja ihn ja immer noch in Schutz genommen hat. Die hat ihn ja wirklich auch gemocht und mir kam das ja auch alles ein bisschen. Also, ich musste mich sehr zurückhalten. Bei mir ist es ja dann explodiert. Ich bin ja dann, bei mir ist ja rausgekommen, jetzt ist es mal gut. Also, jetzt ist gut, jetzt werden so viele Geschichten vom ersten Tag an erzählt. Ja, erst durfte ich nicht mitmachen, weil ich ja angeblich die verarscht hätte. Und dann haben sie sich gefreut, dass ich doch mitmache. Das ist schon komisch, oder? Also, das ist ja eine komische. Boris, So, und dann waren ja. immer komische Geschichten gewesen. Und zum Schluss, mir ging es auch nicht um Geld. Ich habe ihn ja gefragt. Ich habe ihn ja gefragt zwischendurch, wie sieht es denn aus? Ist es normal, dass Protagonisten eigentlich hier leer ausgehen? Also wir müssen doch jetzt mal darüber reden, wie wir das jetzt vergüten, was ich mache. Und da ist er der Frage immer ausgewichen, hat immer gesagt, und zur Nadesha hat er dann immer gesagt, ja, macht er das nur wegen dem Geld? Hat er das Geld nötig? Boris, mal Also das ist. ganz kurz, dass man irgendwie kurz vorher, obwohl ein Termin angesetzt wird, sagt, nee, da läuft jetzt ein anderes Auswandererpaar, das wird ersetzt, wir müssen umschneiden, wir sind mit den Protagonisten irgendwie nicht zufrieden, da muss Horst gekürzt, rausgeschnitten, whatever werden. Außerdem wurde da gar nicht bezahlt, es gibt einen Vertrag, einen Protagonistenvertrag, aber da steht weder was über Geld noch Konditionen noch sonst irgendwas drin. Auch da wirst du mir wahrscheinlich sagen, das ist nicht Normalität, oder? Nee, das war zumindest früher nicht Normalität. Heute ist es tatsächlich nicht der erste Fall, den ich höre in der Richtung und auch aus der gleichen Ecke.
wo einfach Menschen wie Scheißdreck behandelt werden. Das ist einfach so. Die brauchen dringend Content. Der Sender zahlt immer weniger. Sie wollen trotzdem Content haben für immer weniger Geld. Wenn du dir anguckst, was der Minutenpreis ist für eine Produktion heute, gerade aus so einem Reality- oder Halb-Reality-Bereich, das ist halt deftig in den Keller gegangen. Und ihnen läuft natürlich auch die Quote davon. Das muss man auch sagen, ne? Weil jetzt mal ohne was gegen euch beide zu sagen, aber noch mehr Menschen, die einem gewissen Style entsprechen, verkraften die nicht. Also hat was mit Tattoos zu tun, das hat was mit auch so Rotlichthintergründen. Das war früher mal was ganz Geiles. Da hat man gesagt, ah, super Typen und die haben was zu erzählen und die haben was erlebt und die haben eine Haltung und sowas alles. So, heute ist das so, es gibt halt viele davon und dann sortiert man die irgendwann aus, weil irgendjemand beim Sender mal irgendwas sagt, so von wegen, ja, wir wollen vielleicht nicht mehr so viele Tätowierte, weil die kommen bei der Werbeindustrie nicht so gut an. Das ist auch total alles Bullshit. Dann sagen, wir brauchen einen, der sich eine Regenbogenfahne um seinen Pimmel schnallt oder sowas alles, ja, weil das irgendwie ganz, ganz Vogue sein muss oder sie Aber braucht irgendjemand, der 16 Geschlechter hat. darf ich da mal kurz zwischenfragen? Die daten sich doch aber zwischendrin sicherlich immer mal wieder ab, oder? Ja, klar. So, und zwischendrin hätten die doch dann einfach auch mal sagen können, du, nee, ist Ja, nicht unser. Ab. aber ich sag dir, ich anzurufen und ehrlich und offen zu sein, ne? Weißt du, wenn ich mit dir drehe und jetzt merke ich meinetwegen, die Quote funktioniert nicht oder macht eine Marktforschung und stellt fest, Mensch, die Alte will keiner sehen, ja, dann rufe ich die an und sage, pass auf, sieht aus wie folgt. Erstens, wir haben hier was gedreht, ja, ich kann das nicht zeigen, mein Chef findet es scheiße, ich finde es auch scheiße, läuft halt nicht, tut mir leid. Pass auf, wir haben hier so und so viele Außenstände, das und das haben wir eigentlich geplant mit dir. Normalerweise kriegst du von uns 5 Mille. Ja, jetzt pass auf, ich würde sagen, ich gebe dir jetzt 2,5 Thema durch. Dann kannst du ja und nein sagen, dann sagst du, nee, finde ich scheiße, dann sagst du, okay, komm, gebe ich dir 3 und dann ist Thema durch. So macht man das. Da ruft man an, klärt man, habe ich früher mein ganzes Leben, aber meine ganzen Kollegen in der ganzen Branche immer alle so gemacht. Aber dadurch, dass der Druck von so vielen Seiten so groß ist und dass sie natürlich auf der verzweifelten Suche sind nach irgendwelchen Menschen, die noch Werbespots oder Firmen, die noch Werbespots schalten und so, ist das auch so ein Hin- und Hergeschäft. Und das darf man nicht vergessen, und das gilt nicht nur für die Bundesregierung, sondern es gilt leider auch für die Fernsehindustrie. Das sind alles saumäßig unmoralische, unbeholfene, ungebildete Vollpfosten, die geil drauf sind, im Fernsehen zu sein und über andere Leute zu bestimmen. Das ist so. Das ist das, was die Bundesregierung mit uns anstellt und wie die reden und wie die denken und was die tun. Das ist genau das Gleiche wie die Leute auch in der Fernsehindustrie. Keine Bildung irgendwie reingerutscht, irgendwas machen, irgendwie drehen, denken, sie sind die Größten, alle anderen Leute abzocken und das war's. Das ist heute so. Also wir haben, das Land ist insgesamt, ich will das jetzt nicht dramatisieren und so, aber das Land ist insgesamt in einem totalen moralischen Verfall und da nimmt sich natürlich die Fernsehindustrie nicht aus. Das ist so. Ich muss auch noch dazu sagen, also als ich da in Dubai gedreht habe, kurz danach gab es mit diesen Produzenten intern irgendwie ein Riesentheater. Und da hatte mich damals, deshalb, das muss ich jetzt einfach nochmal sagen, von da an hat er mich auf dem Kieker gehabt, weil er mich damals gebeten hat, ich soll ihm eine E-Mail schreiben, weil da wohl, der hat ja auch mit anderen gedreht und da gab es wohl welche, die sich schon beschwert haben über sein Vorgehen. Und dann hatte der Chef mich eben gebeten, ich soll ihm doch bitte eine E-Mail schreiben, weil dann wäre der weg vom Fenster, ich soll das alles schriftlich fixieren. Und würde dann sofort einen Vertrag bei 99 Pro bekommen. Zu der Zeit habe ich dann noch gedacht, ach komm, ich bin nicht so unloyal, ist eh schon abgedreht, ist eh Schnee von gestern, erledigt. Also hätte ich das vielleicht damals gemacht oder so, wer weiß, aber ich habe damals eben das für mich nicht als richtig empfunden, den Aber jetzt ich in die sag Pfanne dir, zu hauen. da ist das Problem. Du hast halt so eine Grundmoral, du hast halt irgendeine Ja. Vorstellung, wie man Menschen behandelt und sowas alles. Das ist aber nicht so gern gesehen und so sind die anderen auch nicht. Und diese Menschen, die danach kommen, denen ist dein Leben, deine Empfindung, deine Moral ist denen scheißegal. Denen geht es um eine einzige Sache, sich selbst. Und das siehst du ja, dass selbst die Menschen, die sich selber als tolle Gutmenschen und sonst was hinstellen, ja, dass die andere Leute wie Scheißdreck behandeln. Und sobald man eine andere Meinung hat oder eine andere Haltung, bist du raus. Das ist in der Fernsehindustrie genauso wie überall. Und man kann nicht mal, muss man sagen, das hat ja auch damit zu tun, wenn ich zum Sender gehe und sage, ich habe hier ein Format oder ich habe hier Figuren, auf die ich stehe, da musst du als Producer auch hingehen und musst sagen, ich stehe, ich weiß warum. Ich hab eine Story vor Augen, ich habe eine Chance vor Augen, ich habe eine Zielgruppe vor Augen, ich hab irgendwie eine Vision, wie das aussehen kann und so. Und wenn ich das habe, dann bin ich überzeugt und dann stehe ich auch zu meinen Kandidaten. Wenn ich aber nur eins will, irgendeinen Scheißdreck produzieren, um irgendwie Geld zusammenzukriegen, um irgendwie den nächsten Monat zu überleben. Und wenn es auf der Senderseite so ist, dass die alle sagen, mir scheißegal, wo ich das herbekomme, ich habe halt weniger Geld, ich streiche einfach mal 20%. Das ist so eine Konstellation, in der das Arschloch nach oben kommt und der gute Mensch nach unten fällt. Das ist einfach so. Genau den ich ja da gedeckt habe, mit dem klage ich jetzt. Ja, Ja, also nur mal. das ist Genau, typisch. dann kommen Ah wir ja, nämlich das ist jetzt, typisch. kommen wir jetzt sozusagen zum Höhepunkt der ganzen Geschichte, denn bei Ja. Us, du wirst es kaum glauben, bis heute sind diese anderthalbjährigen Dreharbeiten nicht ausgestrahlt worden. Sie sind weiterhin noch nicht ausgestrahlt worden. Sie werden auch nicht ausgestrahlt. Sie werden auch nicht ausgestrahlt, Das weil machen wir wegen Zahlen.
Nee, 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 nee. Es war dann so, dass ich von September bis Januar wieder nichts gehört habe und habe dann, glaube ich, im Januar oder Februar habe ich ihn dann mal angetickert und habe gesagt, du sag mal, kommt die Sendung noch irgendwann, weil 3 Jahre später interessiert es keinen mehr. Das ist ja alles so weit vergessen und vorbei. Und dann hat er mir nicht geantwortet. Und dann habe ich 3 Tage später ihm eine Nachricht geschickt, ob er mir eigentlich nicht antworten möchte oder was sein Problem ist. Und dann kam eine lapidare WhatsApp. Ach so, stimmt. Ich habe ja ganz vergessen. Ich bin dir ja noch eine Antwort schuldig. Aber Vox hat sich entschieden, die Sendung nicht auszustrahlen, weil eure ganze Sendung, das war alles ein großer Scheiß. Und du bist ja auch noch so unverschämt, hast andere Protagonisten in deiner Story angegriffen, Caro und Andrea. Das macht man ja nicht, wenn man in dieser gleichen, das sage ich du, ich habe keine Verschwiegenheitsding unterschrieben. Hätten die wussten, dass wir einen Twist haben. Da sage ich, und wenn da Scheiße ausgestrahlt wird, der nicht richtig ist, ich werde meinen Mund nicht halten. Und ja, dann hatte ich noch eben, deshalb auch habe ich doch dieses mit dem Mike Sees, weil da kam eben mal letztes Jahr so ein Fake-Ding raus, dass ich der Grund bin, warum ich sie getrennt habe. Es war aber alles ge gefaked, ja. Und das wäre auch noch ein Grund gewesen, weil das in der Zeitung gestanden wäre. Hä, aber normal, jeder andere freut sich doch, wenn dann irgendwie so ein bisschen Klatsch und Tratsch und irgendwie nix. Und jetzt, das waren die Gründe, warum es jetzt gar nicht ausgestrahlt wird. Und ich will noch kurz erklären, warum ich wegen Caro und Andreas, und zwar hatten die einen Hund. Ich bin, das muss ich dazu sagen, absoluter Tierschützer. Und da hatte ich zum Beispiel so gut bei Deutschland so oft gesagt, wieso drehen wir nicht mal die Sachen, die mich wirklich bewegen und beschäftigen? Ja, machen wir dann irgendwann, aber nur wenn es mal eine ganz krasse Aktion ist, wo man Tiere befreit oder was weiß ich. Also es muss immer krass sein. Krass, krass, krass. Und die hatten einen Hund, einen Pitbull, da haben sie dann zum Schluss angedroht. Wenn der Hund jetzt nicht irgendjemand nimmt, kommt er ins Tierheim. Ich habe das alles auch archiviert, das zum also belegen. Und dann ist der Hund zu Leuten gegeben worden, die kleine Kinder hatten, andere Hunde, die sind mit dem Hund nicht zurechtgekommen. Ja? Dann ist er zu einer Freundin von mir gekommen und schlussendlich war ich dann diejenige, die diesen Hund vermitteln musste, ja? Weil sich keiner mit diesen Rassen auskennt und so weiter. Und lange Rede, kurzer Sinn, dann habe ich diesen Hund vermittelt an eine ganz tolle Person in Berlin. Ganz toll, alles super. So, und dann kam letztes Jahr eben eine Sendung mit den beiden raus, wo die sich hingesetzt haben, Mensch, den Hund haben wir gerettet und wir haben den so toll jetzt nach Berlin an eine Schauspielerin vermittelt und so toll und haben sich gefeiert und mit Tränen in den Augen. Da ist mir so die Hutschnur hoch, dass ich eine Story gemacht habe und gesagt, ey, das stimmt nicht, das ist eine komplette Lüge. Warum wird sowas gefilmt? Das stimmt nicht. Und daraufhin hat wohl Vox die hergebeten, hat gesagt, sie sollen eine eidesstattliche Versicherung unterschreiben, dass das alles so stimmt. Alles, was sie unterschrieben haben, ist eine Lüge. Die Lüge wird auch nicht wahr, auch wenn sie das unterschreiben. Es ist nicht wahr. Und das sind jetzt die Gründe, warum sie uns nicht ausstrahlen. Naja, also ich glaube, das ist alles noch im Anfang viel einfacher, weil es ist ja auch schon so lange her. Ja? Da wird der Sender wird zum Produzenten gesagt haben, weißt du was, die will ich nicht sehen. Zahlen wir Genau. nicht. Und entweder ihr tragt jetzt die Kosten, wir zahlen das nicht. Oder wir zahlen euch das, aber dann dreht ihr nicht mehr. Tschüss. Und daraufhin haben die gesagt, die haben sich, waren zu, haben nicht den Arsch in der Hose gehabt, Bescheid zu sagen und die Wahrheit zu sagen. Dann wurde es nicht ausgestrahlt, dann habt ihr zu viel Geduld gehabt oder so. Und die wollen einfach nicht zahlen, die können einfach nicht zahlen, weil ansonsten haben sie es nicht mehr. Das ist es ist nicht das erste Mal, dass ich das höre. Also, wenn der Sender dann irgendwas entscheidet, der Sender setzt sie ja auch unter Druck. Dass ich will jetzt kein, ne, brauchen kein Mitleid und so, aber das ist dieses, sag mal, dieses in so Zeiten, wo der Finanzdruck groß ist und sowas alles, da findet man immer einen Grund, um irgendwas abzulehnen. Und Aber ja. ist es jetzt wirklich so, dass die den nicht bezahlt haben? Die haben den doch 100% bezahlt. Nie Ja, im Leben. also das würde ich jetzt, ich meine, es kann ja sein, dass wenn zum Beispiel, weil du vorhin gesagt hattest, ne, da würde irgendjemand den Eindruck haben, du hättest da irgendwas Linkes gemacht, was eigentlich der Producer, aber du weißt ja nicht, was der Producer über dich erzählt hat, um sich selber zu schützen, das weiß man ja nicht. Und wenn die irgendeinen Scheiß erzählt haben, dann wird der Sender gesagt haben, ah, okay, wenn das so ist, wenn das so stimmt, dann verstehe ich nicht, dass du mit der noch drehst. Und dann wird der immer gesagt haben, oh nee, dann ich drehe ja gar nicht mehr mit der. Hey, wir wollen das gar nicht. Die kriegt auch von mir nichts. Und im Endeffekt geht es immer darum, dass da irgendeiner ist, und das ist ja nicht der Chef von 99 Pro, sondern irgendein Producer, der sich probiert rauszureden und einfach probiert, den nächsten Monat und den nächsten halben Jahr zu überleben. Das war's. Also ich glaube, dass das, deswegen ist es auch richtig. Ich würde das auch betreiben, ich würde auch vor Gericht gehen, ich würde auch vor Gerichtsherren nicht nur das, sondern ich würde die ganze Geschichte auch bei jeder Gelegenheit öffentlich machen, weil man muss auch andere davor warnen, wie schnell das geht, dass man von einem Liebling zum Arschloch wird. Und zwar, und du hast es nicht unter Kontrolle, weil die können über dich erzählen, was sie wollen. Und deswegen muss man das auch klären und muss das vor Gericht packen. Finde ich gut.
Lass Nee, uns ich doch. habe dann nicht, hab das aus Prinzip, weil ich es einfach auch schon nicht einsehe, weil ich bin mir sicher, dass sie ihn bezahlen, weil die haben ja mit uns zu Ende gedreht. Das war ja zu Ende. Also das war ja nicht so, dass da noch was ausgestanden wäre zu drehen. Also ich bin mir sicher, dass die den Ja, bezahlt haben. Nur er will jetzt, und der er sagt, kriegt sein Geld erst, wenn er den Film abgegeben hat. Das heißt, wenn die zu Ende gedreht haben, muss er erstmal schneiden, machen, tun. Und wenn da bei irgendeiner Abnahme irgendjemand sitzt und sagt, ich will das nicht bezahlen, mir gefallen die nicht, fertig. Kann ja sein. Ich sage nur, es kann sein. aber ich habe eine WhatsApp, wo er mir geschrieben hat, ich war heute bei Vox. Abnahme ist super Okay, durchgelaufen. andere Geschichte, das habe ich nicht gewusst. Wenn du das sagst, dann ist das Ding abgenommen, dann ist auch bezahlt. Und dann hat er seine Kohle bekommen, will dir keine Kohle mehr geben. Fertig, das war's. Das, Genau, ungefähr und so er kann man das behauptet aber probieren. jetzt, Ja, es hätte gut, um oder er hat zweite es halt Abnahme. nur gesagt, um dich halt ruhig zu stellen, um dich mal Genau. wieder ruhig zu stellen, dass du einfach ruhig, also dass du dich einfach erstmal nicht mehr meldest, gell? Nee, er hat jetzt dem Anwalt Aber gegenüber behauptet, es hätte noch eine zweite Abnahme stattgefunden. okay. Okay. Da soll das belegen. Genau. Ja, Lass kann er uns nicht. mal, so ein bisschen die Quintessenz aus dem ganzen, oh Gott, Horst, ich fange gerne mal mit dir an. Gibt es irgendwas, was du aus der Geschichte gelernt hast, wo du gesagt hast, wenn ich mal wieder drehen sollte für so ein Format, dann achte ich definitiv auf dieses und jenes oder auf Verträge, wie sie formuliert sind und so weiter. Also, was nimmst du mit aus dieser Geschichte? Ja, ich habe sehr viel gelernt aus der Geschichte, weil ich es ja vorher noch nie erlebt habe. Aber dadurch, dass ich ja vorher nur positive Erfahrungen gemacht habe, auch mit anderen Produktionsfirmen und es tatsächlich auch schon Produktionen abgelehnt habe, weil mir von meinem Bauchgefühl her ich mir gedacht habe, das geht in die falsche Richtung. Es halt diesmal, gut, bei Deutschland hat für mich eigentlich immer einen sehr positiven Charakter gehabt. Und deswegen bin ich da eigentlich auch so mitgelaufen oder mitgeschwommen, obwohl ich ein komisches Gefühl dabei hatte, dass das so ausgehen kann, wie es jetzt ausgeht. Also das wundert mich jetzt immer noch. Also dass sowas möglich ist über so einen langen Zeitraum, das wundert mich. Daraus habe ich auf jeden Fall gelernt. Und es macht mich jetzt wieder ein Stück weit vorsichtiger in Zukunft auf jeden Ja, Fall. Das nicht, wo, Natascha, das ja. nicht immer, wo ein, Entschuldigung, das nicht immer, wo auch ein guter Name dahinter steht. Es gibt ja doch Formate, da steckt ein relativ guter Name dahinter im eigentlichen Sinne, dass da auch, dass man da auch ein bisschen vorsichtig sein muss, je nach Ja. Produktion. Natascha, was hast du aus all dem gelernt? Naja, also ich muss davor zu sagen, ich habe ja auch schon immer mal so kleine Sachen irgendwo gedreht. Es ist auch immer gut gelaufen, immer korrekt. Da habe ich, wenn ich bloß irgendwo ein Interview gegeben habe, habe ich einen Vertrag bekommen und mein Geld. Also ich kann jetzt auch da nichts Schlechtes sagen. Und ich muss sagen, ich habe ja lange dann immer noch tatsächlich auch an das Gute in dem Producer da geglaubt, ja. Also ich habe da immer wieder gedacht, okay, komm, der kann doch nicht so abgewichst sein. Also und ja, aber in Zukunft wird mir das auch nicht mehr passieren, auf gar keinen Fall. Ja, Boris, hast du zum Abschluss vielleicht einen kleinen Tipp für alle die, die mal drehen mit einer Produktionsfirma? Auf welche Dinge? Vielleicht so eine kleine Top 3. Worauf sollte man achten? Wo sollte man aufpassen und was sollte man nicht mit sich machen lassen? Also, je geiler du bist, ins Fernsehen zu kommen, desto dümmer bist du. Erstens. Das heißt, wenn das Gehirn ausgeschaltet ist, ne, ist wie beim, also wie, keine Ahnung, wie beim Fremdgehen oder so. Wenn das Blut erstmal da unten ist, dann war es das. So. Und das ist beim Fernsehen genauso. Beim Fernsehen ist das so, dass wenn da Leute sind, die richtig geil sind, ins Fernsehen zu kommen, dann machen die erstmal alles. Wenn du einmal angefangen hast, alles zu machen, kommst du nie wieder zurück. Fertig aus. Das ist so. Du bist dann, bist du in so einer Nummer drin, dann bist du da geil drauf, dass du nochmal wieder reinkommst und nochmal wieder reinkommst. So, das ist das eine. Das zweite ist, auch die Leute, die erfahrener sind, und die gute Erfahrung beim Fernsehen gemacht haben, auch für die gilt, und das ist das Problem, was vielen passiert. Ne, mein Freund Jürgen Hunke hier, so ein Manager aus Hamburg, der auch mal HSV-Präsident war und so, der sagt immer, der Mann ist über 80 und hat ganz erfolgreich Firmen geführt und so, der sagt immer, wer schreibt, der bleibt. Und es gibt so viel, was man per Telefon und WhatsApp und was da passiert und alle haben irgendwie einen Eindruck und keiner sagt so richtig straight, was ist und so. Und es ist total hilfreich, egal wenn man solche Sachen hat, immer ein Mail zu schreiben, einfach einmal aufschreiben. Dann, wenn es so ist, dass es scheiße ist, was da drin steht und der Partner will einem nichts mehr zu tun haben, dann ist okay, dann weißt du es wenigstens, dann kann dir nichts passieren. Wenn es okay ist, was du sagst und wenn es für alle Beteiligten das ist, was am Telefon zum Beispiel gesagt worden ist oder per WhatsApp geschrieben worden ist oder so, dann sind sie damit einverstanden, weil du ja nur das aufschreibst, was es ist. Also das Erste ist, man muss abwägen zwischen, ich bin geil ins Fernsehen oder ich bin total geil auf Fernsehen und muss vorsichtig sein, dass ich keinen Blödsinn mache und mich auf nichts einlasse. Das Zweite ist, wer schreibt, das bleibt, der bleibt. Und das dritte Ding ist, also in Wirklichkeit ist es so, dass eigentlich die Fernsehsender, die Produzenten und auch die Zuschauer haben das gleiche Interesse. Sie wollen eine geile Geschichte sehen.
Sie wollen eine schöne Geschichte haben. Und jeder muss für sich entscheiden, wenn er ins Fernsehen geht, was bin ich bereit für eine geile Geschichte zu liefern. Und da empfiehlt es sich, andere Formate anzugucken und zu gucken, was Menschen machen, um im Fernsehen anzukommen. Und wenn man das nicht, wenn man da nicht bereit zu ist und man selber sagt, Mensch, da habe ich ein komisches Gefühl und jetzt einfach nur mit jemandem rumknutschen, weil das Fernsehen das will ich auch nicht und Schauspieler bin ich auch nicht. Und dann muss man sich selber zusammennehmen, denn das, was da die Menschen, die da arbeiten, haben immer nur das Ziel, eine gute Geschichte zu erzählen. Und wenn deine Geschichte, und das ist das Problem auch bei, ich habe ja hier jahrelang Big Brother gemacht und die ganzen Kandidaten ausgesucht, beziehungsweise meine Frau, die gekommen sind und gesagt haben, aber ich muss unbedingt ins Fernsehen und meine Freunde sagen alle, ich bin so eine witzige Typ und so. Das sind die stinklangweiligsten Nasen. Die haben keine Tiefe, die haben nichts zu sagen und die sind uninteressant. Und das sind aber auch die, die immer reinfallen, die es nicht merken. Die dann irgendwo hingehen, irgendwas machen unbedingt und am Ende ist es so, dass es denen geht, wie hier Kollege Mike Zies, dass du eigentlich eine Pfeife bist, dass du eigentlich ein schlechter Mensch auch bist, dass du immer schlechter wirst durch das Fernsehen und am Ende fängst du dann an zu heulen, weil die Leute alle gegen dich sind. Das ist halt so ein Kreislauf und man darf das nicht unterschätzen. Fernsehen, Fernsehproduktion, Fernsehen, alles das, das ist kein Spaß, sondern das ist ernst. Und deswegen kann ich nur jedem raten, da vorsichtig zu sein. Und wie gesagt, schreibt in Gottes Namen Abmachung aufschreiben, immer aufschreiben. Klingt blöd, ist aber so. Und aber ich muss nur noch dazu sagen, ich meine, ich habe ja zu keiner Zeit mich da dagegen, also habe ja darum gebeten oder gebettelt, sondern die sind ja jedes Mal zu mir gekommen, nicht ich zu denen. Also deswegen sage ich ja, es gibt solche und solche. Bei dir ist es ja so, dass für dich der Vorteil war, dass du da reingekommen bist, weil das ist ja Promotion für mich und Schaden tut es auch nicht und es macht ja auch Spaß. So. Ja, alles gut. Auf der anderen Seite muss man sagen, ne, dass, deswegen, wenn du jetzt alles das, was jetzt passiert ist, rechtzeitig aufgeschrieben hättest zum Beispiel, hättest immer du hast ja auch den leichten Weg, der ruft an und sagt, nee, alles easy und hin und her, plötzlich erzählen sie zweite Abnahme. Das ist Bullshit. Du machst eine Abnahme, dann sagt, die Abnahme machst du ja mit dem verantwortlichen Redakteur vom Sender, ja? Oder sogar mit dem Preisleiter oder so. So, abgesehen davon, meistens gibt es gar keine Abnahme. Die schicken das Ding hin, die gucken das irgendwann an, sagen, ja, alles okay. Und das Ding ist das, einer von denen hat gelogen, ja, und hätte man das festgehalten, hätte gesagt, super, toll, abgenommen, jetzt übrigens, denk an die Rechnung, morgen ist sie fällig, dann wäre das vielleicht nicht passiert, ist auch hinterher müßig. Und man muss auch nicht, ich finde es auch total okay, nicht davon auszugehen, dass die anderen Arschlöcher sind, aber es ist eben so, das kann passieren. Und Boris, hast du übrigens vergessen, man sollte auch Obacht geben, wenn es heißt, von der Produktionsfirma, zahl doch einfach mal unsere Flüge, unsere Hotelkosten und unsere Restaurantbesuche, da könnte irgendwas faul sein im Staate Dänemark, oder? Ja, das stimmt. Und übrigens, ich würde immer eins machen in so einem Fall, das erzähle ich jetzt noch, habe ich noch vergessen, aber das ist wirklich ein guter Tipp. Wenn so eine Situation kommt, ne, und dass man irgendwie das Gefühl hat, der Producer, der nutzt einen aus oder so, ne, dann schreibt man ihm ein freundliches Mail und packt seinen Chef in CC. Und das freundliche Mail könnte zum Beispiel heißen, du, lieber Michi, sagen wir jetzt mal, ne, toll, dass wir gestern zusammen wieder essen gegangen sind. Wir haben dich auch gerne eingeladen. Wir haben auch gerne dein Hotel bezahlt. Und es ist total schade, dass für die gute Arbeit, die du leistest, für das tolle Teamwork, was wir haben, dass du da gar kein Geld kriegst dafür. Vielleicht kann ich mich ja für dich einsetzen, weißt du? Da macht das meistens uff. Und dann ist der weg. Ja. Das ist meine E-Mail an Vox hat ja gewirkt. Deswegen, innerhalb von einem halben Tag hatte ich eine Entschuldigung und habe zumindest mal ein bisschen Schweigegeld. Weil der Sender, aber Horst, jetzt haben möchte das nicht. Ein paar haben ja zu uns gesagt, ja, wir sollten da nochmal sprechen oder was weiß ich. Aber da zum Beispiel habe ich mich dagegen entschieden, weil ich weiß nicht, wer da mit wem klüngelt und ich will da auch nicht betteln gehen. Das strahlt halt nicht aus, ist mir doch scheißegal. Oh. Fertig. Genau. Nehme sehr gerne Boris sozusagen Tipp, wer schreibt, der bleibt gerne entgegen, denn wenn ihr da draußen sagt, wir haben auch schon komische Erfahrungen mit Produktionsfirmen gemacht, vielleicht sogar auch innerhalb dieses Formates, wir blenden jetzt mal eine E-Mail-Adresse ein, ihr dürft da gerne eure Erlebnisse hinschreiben, wir geben das zur Not auch gerne weiter, gucken mal, ob wir das verfolgen, vielleicht ist sozusagen ja die Büchse der Pandora hiermit geöffnet worden und wir decken noch einiges mehr auf, wir behandeln das auch sehr gerne anonym, aber schreibt sehr gerne. E-Mail-Adresse ist jetzt eingeblendet. Liebe Nadesha, lieber Horst, ich danke euch. Zum einen, dass ihr gesagt habt, wir wollen unsere Geschichte einfach mal erzählen. Zum anderen, dass ihr so viel Vertrauen habt und gesagt habt, wir suchen uns euch dafür aus. Und ich hoffe, dass das Gespräch auch Folgen haben wird. Und zwar positive für euch, indem man
nämlich das Gespräch sucht, indem man mal offen diskutiert, wie ist es in der Produktionslandschaft aktuell, wie darf man mit Protagonisten umgehen und wo ist der Respekt, wo ist die Wertschätzung? Und das haben Boris und ich immer wieder besprochen, dass gerade das Thema Wertschätzung eines ist, was irgendwie sehr verloren gegangen ist in den letzten Jahren in der ganzen Produktionsriege und so weiter, in den ganzen Formaten und in den Geschäfts- oder Chefetagen. Ich danke euch beiden. Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße und danke euch. Ich bedanke mich auch. Danke, ja. Vielen Schönen Dank. Tag, lieben Gruß. Mach's gut. Bis ciao, bald. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.